Wie viele Paragraphen hat das Betäubungsmittelgesetz? Buch. Ja? Nein? 42. Nein? Ja. Sechs? Die Antwort auf alles. Nein. 4. Na, fast. 5. Nein, auch nicht. 3. Ja. Laut des Strafkatalogs 3. Ja. Also ich gehe nach Strafkatalog, ja, ich gehe nicht nach dem Criminal Code jetzt. Ja, ja. Weiter? Was sind die ersten drei Gesetzbücher in Reihenfolge? Von oben nach unten, ja? StGB, ja. StVO und, was ich weiß, BTM? Ja, richtig. Ah. BTMG. BTMG, genau. Entschuldigung, BTMG. Hm. Welche Aufgabe haben die Professoren bei uns? Ah. Ja. Richtig. Mann, ey. Oh, das ist geil. Moment. Was sind allgemeine Fragen? Was sind allgemeine Fragen für dich? Ja, generell irgendwie so hier über den Staat oder über so, okay. so Allgemeinwissen oh. oder sowas. Das ist er selber nicht mal. Warschau. Scheiße. Richtig. So Fragen meinst du? So ungefähr. Okay. Ne. Wann ging der Zweite Weltkrieg zu Ende? 45. Richtig. Du hast nicht gebuzzert, Alter. Doch, hat er. Aber er ist total fixiert auf dich, da will ich ficken. Ja, schön, dass du mich schlägst. Möchtest du vielleicht übernehmen? Wunderbar. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Oh, scheiße. 16? Waren das nicht? Ich war beschäftigt. Was? Warum ist das an 16? Sollten es 16 sein? Ich mach mal so. Wie viele staatliche Fraktionen gibt es denn hier so? Nicht so schüchtern, Herr Gadeschen, da ist noch ein Platz 4 für Sie frei. Aktuell gibt es 2 staatliche Fraktionen, aber bald 3. Vorausgesetzt. Alles funktioniert. Wer ist der aktuelle US-Präsident? Joe Biden. Okay. Und wer ist sein Stellvertreter? Beastie. Nicht Hillary. Wow, wirklich? Ja, Frau Kardashian? Ja, nee. Ihr kennt ja alle den schönen Film Titanic, wo Leonardo DiCaprio mit seiner Rose schöne Zeit verbringt. Da weiß man ja auch, was da so passiert ist. Aber jetzt frage ich mich, wie viele Oscar haben die gewonnen? 8. Alter! Wartet doch erst mal, bis ich die Zahl sage, von denen der gebuzzert hat. Das war die okay. Nummer 3. Ja, 8. Du sagst 8, das ist falsch. Ich gebe frei. Das ist falsch. Simon, wieder ein bisschen lauter, danke. Ich könnte auch raten, das ist jetzt nicht so... 9. Falsch. 7. Falsch. Was hat er gefragt? 11. 19. Falsch. 3. Falsch. Nee, der Simon hatte besonders viele. Simon war schon am nächsten dran. 20. Nein. 22. Seine erste Antwort war am nächsten dran. 14. Nein. Bist du blöd? Ich hab doch gegoogelt. 10. Ich hab gegoogelt, das sind 14. Sag mal, schmummelst du? Das ist qualifiziert. Also, mein Wissen sagt, es sind 11. Benni, zieh dich wieder an. So. Wisst ihr denn, okay, ich hab mal die Hoffnung an euch, dass ihr es wisst, ja? Ich würde das vielleicht nicht unbedingt wissen. Wisst ihr denn, wann Kolumbus Amerika entdeckt hat? Ja. Kurz vor die Schwarzen als Sklaven genommen wurden? Oh mein Gott! Ist ein Fakt! Naja, also war das nicht in Afrika schon davor? War das nicht irgendwann 1400 schieß mich tot? Ja, 1400 ist schon ganz gut. So. 1482? 92, was? Ah, fast.
1492. Nein. Es gibt keinen Punkt mehr. Das wusste fast der Kameramann. Nee. Moment. Wisst ihr, was die Freiheitsstatue in der linken Hand hat? Ja, in der linken Hand ist der, die Verfassung. Scheiße. Ja, das stimmt. Also sehr die gut. Unabhängigkeitserklärung, aber das meine ich ja. Finde ich es nah genug dran, ja. Was ist eine Primzahl? Zwei zum Beispiel? Nein, zwei ist keine. Ja, keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ja. Vier? Nein, vier kann man durch zwei teilen. Bitte! Ah, hä? Hier sind's. Eine Primzahl kann's, also ist größer als die Eins auf jeden Fall. Zwei ist eine Primzahl, ich hab doch gegoogelt. Hä? Ey! Ey! Ach so, stimmt, 2 ist eine, scheiße. Und die ist nur durch sich selber teilbar oder durch 1 teilbar? Ja, durch 1 und durch 1. Das hast du ja auch gegoogelt, jetzt genau dieselbe Definition gelesen. Nein! Ich hab in Mathe aufgepasst, ja? Ich bin Asiatin, okay? Weißt ich du was? Das ist so kett, dass ich meine Haare jetzt abnehmen. Wie viele Figuren gibt's in einem Schachspiel? 24. Nein. Danke. Oh, das ist die 3. Du bist gar nicht dran. 24. Nein. Das ist total toll, Benni. Ah, scheiße, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht die. Also, jetzt. So. Noch einer mutig. Achso, nee, das wollte ich nicht. Ups. Sag eine Zahl. Zu der gleichen Frage nochmal, ne? Ah. Ja, ich 20. Nein, das sind mehr. Was war die nächste Frage? Wie viele Figuren hat ein Schachspiel? 40. Nein, weniger. 32. Ja. Oh mein Gott, sie hat. Okay, ich habe jetzt ganz viele Allgemeinwissen-Fragen. Ja, ich auch. Aus was so. Besteht ein Diamant? Was? Oder? Dicker, was soll denn das? Immer wenn er nicht dran ist, schlägt er mich, der Arme. So, jetzt woraus war was? Woraus besteht ein Diamant? Das ist ein Diamant? War das ein Stein? Falsch. Ich weiß es, aber beim Wasser geht es nicht. Ja, gib mal die Buzzer wieder frei. Ein Diamant ist Kohlenstoff sehr stark komprimiert in so einer Gitternetzstruktur. Oh mein Gott. Ich. Okay, sorry. Ich wollte es sagen, mein Gott. Chemie war nie so mein Ding. Leider konnten wir den Gewinner heute nicht ermitteln, aber es hat Spaß gemacht mit den Gästen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bei Quiz Time mit Ryan Murdoch, Honey Kardashian und den Rest der Bande.